Oh, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite, würde ich doch mal meinen. Und jetzt wollen wir noch mal eine Runde weiterzocken hier. Bisschen Überlänge ist ja nicht schlimm. Ich stelle mal meinen Wecker, aber dennoch. Beziehungsweise hier. Ja. Countdown so. 20 Minuten. Ja, also irgendwie lässt sich tatsächlich mit einfach nicht mehr als 4-2-0 aufnehmen vom Farbraum her. Und ja, gucke jetzt nochmal nach, nicht dass jetzt hier wieder Mist passiert. Nee, habe ich alles richtig drin eingestellt. Finde ich jetzt bei dem Spiel aber nicht so schlimm. Ja, ich habe in meinen Tests auf dem anderen Kanal hier ein bisschen rumgesammelt. Ich weiß nicht, ob er das übernommen hat oder nicht. Scheint nicht so. Ist lustig, dass man ihre Schritte halt auch hört. Kann einen aber auch irritieren. You look so scary, baby. Lockpick ist eine feine Sache. Knallt ihn ab! Action hier. Ein bisschen. Musst du mich so erschrecken mit deinen Schritten? Oh, ich stehe mir nicht im Weg hier, oder was? Warum hake ich denn da fest? Na ja, gut. So. Wieder zwei erledigt. Munition ist ziemlich knapp bei mir gerade, ne? Noch eine Toilette. Aber hier ist niemand, oder? Fink Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Die sollten sich was schämen. Kohle. Hier, gut aufheben. Okay, hier. Wo auch immer du den gefunden hast. Immer her mit den Moneten. Hey, da ist dein Lockpick. Was? Wo? Wo denn, Mädel? Gib's mir. Ja. Alles klar. So macht das Sammeln vielleicht mehr Spaß, wenn man mit ihr ein bisschen interagiert. Beziehungsweise sie ja mit uns. So, jetzt geht's eigentlich nur noch dadurch eine Tür. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater Comstock sein Gewehr und stürzt sich mitten in die Schlacht, zu schützen Columbia vor Feindesmacht. Ich glaube, die Tür, die führt hier rein, kann da sein. Sprich, das ist ein Raum und da will ich erstmal rein. Ja. Ah, nimm doch ruhig das. Das kriege ich hin. Nehmen wir doch das Lockpick, was wir eben gefunden Fertig. Haben. Ich habe gleich wieder reinvestiert hier. Uah. Verdammte Axt. Ruhe hier. Ich glaube, ich spinne. Ich war 40 Jahre lang Soldat.
Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Oh, da gab es erstmal Munition jetzt, ne? Ganz klar. Und da nochmal. So, was ist das hier? Ausrüstung betrachten. Eine Art Spezialkleidung, besondere Fähigkeiten verleiht, bla 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 bla. Enter. 60%ige Chance auf kritische Nahkampftreffer gegen taumelnde Gegner. Opfer nehmen bei Treffern 25% mehr Schaden. Ich jetzt sage anlegen. Macht er das einfach. Ich weiß auch nicht mal, wie man in dieses Menü kam da. Ah, mit V benutzen wir unsere Kraft, okay. Das war auch ganz nett. Ah. Soll ich die 5 Picks nehmen, um was zu knacken? Oder nicht? Ich mach's mal einfach. Kannst du dir das mal ansehen? Mal sehen. Bitteschön. Ach, schönen Dank. Hm. So viel Tolles war da jetzt leider gar nicht drin, ne? Aber na gut. Wir werden bestimmt noch genügend, oder will ich da hoffen, genügend Lockpicks finden, um mal alles andere zu öffnen. Weiß ich gar nicht, wie das ist hier. Wieder Adam gesoffen hier. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Hm. Okay. Ja, diese Kraft kann ich eigentlich nicht wechseln, ne? Da ist er! Der falsche Hirte! Ach ja, komm. Falscher Hirte, ich bin nicht gläubig, also halt die Klappe. Wer ist da? Pass ab hier. Deine Schuhe! Gib mich nicht auf! Ach komm. Vorsicht, da ist eine Krähe! Ich suche Deckung! Headshot! Oder sowas ähnliches. Keine Ahnung, was das mit der Krähe auf sich hat. Ganz schön Rückstoß, die Wumme hier. Oh nee. Ah, der hat ganz schön was ausgehalten, glaube ich, ne? Aber nicht genug gegen mich. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen.
Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Das Gesuche und Gemache hier wieder los. Wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer? Was hier heute hier ist etwas Geld. Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Columbias rinnen. Boah, wo ist dieses nervige Radio? Mach diese Kiste aus. Geht ja gar nicht. Ich sollte mir Schrotflinte nehmen. Geh mal aus dem Weg, Süße. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slate, hä? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch. Eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Sie können Chiffren entschlüsseln, geheime Vox Populi kann man ver... für die Chiffren und das dazugehörige Buch, um verborgene Schätze freizulegen. Okay. Ich lüge. Ja, das versuchen wir doch. Indem wir einfach alles absuchen und alles einsammeln, kann ja nichts schief gehen eigentlich. Lecker. Kakerlaken. So was. Lecker, lecker. Dass sie sich da nicht ekelt, aber na gut. Muni und so her. Interessant. Was? Hier liegt noch Geld auf dem Tisch. Das blitzt und blinkt hier fleißig. Ich bin ja echt am Überlegen, ob ich Bioshock 1 jetzt eigentlich auch nochmal reinpacken sollte. Fange ich mit Bioshock Infinite an und habe den ersten Teil noch nicht gespielt. Da gab es eine neuere Version da, weil ich das ja auch alles habe, da bei Bioshock 2 Special Edition. Minerva's Den oder wie sich das irgendwie nannte da, so ähnlich. Wäre ja auch nochmal geil, in der neuen HD-Grafik da halt das nochmal anzugucken. Hab das mal kurz angespielt gehabt, aber... Nur so für mich halt so. Junge, 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 hier kann man sich verlaufen. Das ist echt hart. Ach, was soll ich mit der Pistole? Nüscht. Nüschte. Den ging er jetzt theoretisch weiter. Ich dachte schon, ich laufe geduckt rum. Mein Turm! Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Zuckerwatte essen? Okay. Lockpick. Drei Stück. Ah, jetzt geht das nämlich los. Ich habe nämlich nur einen und... Ah. Aber gut, wir werden hoffentlich welche finden und zurück können. Schauen wir mal, was hier oben so los ist.
So, was ist denn hier eigentlich? War ich hier? Nicht so wirklich, aber... Ach, das ist die Uhr. Ist hier eine Uhr? Was tickt hier so auf einmal? Irgendwo dort. Hier liegt auf jeden Fall eine Menge Zeug rum. In den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Das gab erstmal wieder eine Errungenschaft auf Steam, die ihr eigentlich nicht sehen dürft, es sei denn, ich habe das gerade verkehrt eingestellt wegen den Testgeschichten noch. Ja, von hier hat eigentlich einer geschossen gehabt, ne? Müsste sich die Leiche durchsuchen lassen, aber bin ich zu langsam für. So, da waren wir drin. Ja. Es fehlt mir natürlich für die eine Tür da unten das Lockpick, ne? Genau eins, ne? Wenn wir gespannt sein, ob ich noch genügend finde. Und da auch wieder hin zurück kann. Denn ich muss da jetzt erstmal weiterlaufen, ne? Vor allem, wo war die Tür? War die hier? Ja. Okay. Cigar Shop merken. Vor den Hall of Heroes. Okay. Also scheint so, ne? Da geht es ja wohl zur Hall of Heroes. Da gibt es Munition. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen Lockpick. Überlänge aufnehmen muss ich ja, denke ich, so oder so. Wegen Speicherpunktgeschichten. Oh, Mädel. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slade. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Ja. Ich meine, mich zu erinnern. Absolut fantastisch. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Guck mal lieber nach Lockpicks, weil so eins können wir jetzt gebrauchen. Mäuschen, Mäuschen. Die Strecke ist frei. So, die Zeit ist jetzt eigentlich gerade so weit um. Jetzt werde ich dann nochmal gerade im Kontrollpunkt neu starten und hoffen, dass das jetzt gerade funktioniert hat, dass hier der Speicherpunkt war an der Stelle. Ansonsten muss ich da hinspielen und dann da die Aufnahme starten. Hier ist frei. Aber gut, ja, scheint so, wenn er das so oben in der Mitte macht, dann haben wir einen Kontrollpunkt. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ne? Abonnieren kostet nichts, liken, wenn es euch gefallen hat, immer wieder gerne gesehen. Ansonsten auch ja, Kritik. Ne? Dislikes ohne Kritik bringt nichts. Ja, somit beende ich diese Aufnahme und ja, bis zum nächsten Teil Bioshock oder sonst irgendwas auf meinem Gaming-Kanal. Bis dann.